Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Der Q, der ist jetzt schon über eine Woche zu Hause und ich hatte eigentlich schon viel früher vor, euch dieses Video online zu setzen bzw. zu drehen. Aber es ist doch eine ganz große Umstellung für mich jetzt mit zwei Pferden in zwei verschiedenen Stellen. Mit der Fahrerei, es pendelt sich gerade so langsam ein. Also ich habe eigentlich gedacht, ich habe mehr Zeit noch drumherum. Dadurch habe ich das so ein bisschen schieben müssen. Aber hier ist es nun endlich. Mein Einblick in die ersten Tage mit dem kleinen Mann, bevor ihr jetzt wieder in den Kommentaren schreibt, warum steht das Pferd, die Pferde in zwei verschiedenen Stellen? Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage in letzter Zeit beantwortet habe. Hier in Kurzform, ich habe mich dafür entschieden, Q in einen anderen Stall zu stellen, weil bei uns am Stall, wo Ruby steht, leider aktuell keiner verfügbar ist, der sich eben mit Jungpferdeausbildung gut auskennt. Und da ich möchte, dass der Q eine gescheite Grundausbildung genießt und ich nicht so viel hoffentlich verkehrt mache, sondern halt einfach einen Profi an meiner Seite braucht, das habe ich ja ausführlich schon in anderen Videos erzählt, habe ich mich dafür entschlossen, halt Q eben so lange, wie die Grundausbildung dauert, in einen anderen Stall zu stellen. Er wird auf jeden Fall irgendwann zu Ruby kommen. Wann das passiert, kann ich euch nicht sagen. Das entscheidet allein Q, wie lange er eben halt für seine Grundausbildung braucht. Also er kommt nicht eher zu mir, wo ich nicht mehr ganz sicher bin dann irgendwann, dass ich den wirklich 7 Tage die Woche allein zu Hause auch gemanagt bekommt. Und das kann unter Umständen etwas dauern. Blicken wir einmal zurück in die letzte Woche. Was ist passiert? Samstags der große Umzug. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich blende euch das oben nochmal ein zum Anklicken. Es war super aufregend und ihr habt ja auch gesehen, der Kleine war so brav und so herzallerliebst wirklich und war so toll auf den Transporter gegangen, hat auf dem Transporter gestanden, ist ganz brav runtergegangen. Ja, am Sonntag war dann der erste Tag für mich quasi mit Q im Stall. Ich habe erstmal ihn in der Box geputzt, weil ich dachte, naja, erstmal Safety first auch. Ich meine, er kennt ja noch nicht wirklich was, er kennt keinen Anbindeplatz, er kennt kein Anbinden wahrscheinlich. Also machen wir das erstmal alles in der Box, dass wir uns einfach auch kennenlernen. Und das hat der kleine Mann auf jeden Fall sichtlich genossen, weil putzen findet er auf jeden Fall voll cool. Und steht auch echt ganz brav und findet das total aufregend immer, wenn man aus der Zauberkiste neue Sachen hervorholt, die natürlich erstmal einmal untersucht werden und die dann an seinem Körper irgendwo entlang gehen. Also das findet er echt super spannend. Ich hatte mir vorgenommen für Sonntag, dass ich ihn das erste Mal einfach mal ein bisschen in der Halle führe, ihn einfach mal die Halle zeige. Ich sage euch Leute, es war, ja, ich hatte kurzzeitig das Gefühl, ich lasse das Pferd jetzt einfach los, mache die Tür hinter mir zu und komme die nächsten Tage nicht mehr in den Stall, bis das irgendeiner mit dem geregelt hatte. Er war halt super aufgeregt, was natürlich völlig normal ist. Aber ich war auch selbst so aufgeregt und ich glaube, das hat sich so ein bisschen aufgespult, ne? Also er war vom Grundprinzip super brav. Wir hatten dann in die Halle rein, meine Mama war dabei, die hatte dann die Türen hinter mir zugemacht. Dann hat er erstmal da rumgekrischen, ist wie so ein Brummkreisel ein paar Mal um mich herum. Und ich dachte schon so, super, du musst das jetzt irgendwie geregelt bekommen. Und hat mir immer wieder gesagt, Chrissy, entspann dich, atme durch. Es passiert nichts, hoffentlich. Und so haben wir uns eine halbe Stunde lang beide selber durchgequält und es ging dann echt ganz gut. Also wir haben uns echt arrangiert. Es waren Phasen, da lief es echt Bombe und auf einmal brumm, ging der Brummkreisel wieder um mich herum, weil er wieder irgendwo was gehört hat. Aber insgesamt muss ich sagen, er war wirklich eigentlich sehr entspannt dafür, was teilweise für Außengeräusche waren. Also da waren irgendwelche Kinder, ich weiß nicht, ob die den Kindergeburtstag gefeiert haben, dann liefen da Pferde lang, dann fuhren Autos lang mit lauter Musik, dann draußen auf dem Paddock hat einer gewiehert, dann vor der Halle liefen auch immer Pferde lang, dann wurden die Pferde abgespritzt und so. Also es war schon sehr viel Input auch. Und da waren auch einige Situationen dabei, wo ich mir dachte, oh krass, also ich glaube nicht, dass Ruby in dem Moment ruhig geblieben wäre, und der ist ja schon eine coole Socke, die Q eigentlich sehr gelassen hingenommen hat. Ja, so war eigentlich unser erster Tag. Ich habe da natürlich danach noch mal ein bisschen bespaßt in der Box, dass wir uns einfach so ein bisschen kennenlernen. Und habe dann für montags einen Termin ausgemacht mit eben der Bereiterin zusammen, dass wir ihn zusammen laufen lassen. Ich wollte das erste Mal das eben nicht alleine machen, weil ich einfach nicht wusste, wie reagiert das Pferd, was passiert, rastet der völlig aus oder ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich will einen Profi dabei haben, der im Zweifel eingreifen kann und der einfach auch so ein bisschen das Pferd auch einschätzen kann. Gerade sie hat halt unheimlich viel Erfahrung auch mit Jungpferden
Und so kam es dann, dass wir am Montag Q laufen lassen haben. Und es war, wie der erwarten, total unspektakulär. Der war so entspannt. Klar, er hat ein bisschen geguckt, ein bisschen rechts, ein bisschen geschnüffelt. Ich glaube, er hat einen Mini-Ansatz von einem Mini-Bocksprüngchen mal gemacht. Galoppieren wollte er gar nicht so viel. Er ist viel getrabt. Ich habe das erste Mal meinen kleinen Traben sehen und war auf jeden Fall sehr angetan. Bin gespannt, was man da trotzdem noch mal irgendwie rausholen kann. Ich kann das halt super schwer abschätzen. So ein Dreijähriger, wie der jetzt läuft, wie der halt vielleicht mal in 2-3 Jahren dann noch mal sich bewegt, auch im Trab. Aber die Bereiterin war super, die Kim, die war total beeindruckt. Die hat gesagt, Chrissy, der läuft aber ganz gut. Und da dachte ich mir so, okay, das ist schön so. Ich habe mich ganz ehrlich in dem Moment schon so ein bisschen gedacht, so, ja, also er läuft anders als Ruby, aber ob er jetzt gut läuft, ich konnte es einfach nicht einschätzen. Er hat einen super Schritt, das muss ich echt sagen, im Verhältnis zu Ruby hat er einfach echt einen guten Schritt. Ich meine, Ruby hat einen Kackschritt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und Q hat auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Schritt. Ich glaube, auch für einen Quarterback hat er einen sehr ordentlichen Schritt, weil die sind eigentlich im Schritt immer sehr schlecht. Auch das werden wir sehen, einfach wie sich das einfach entwickelt. Aber es war so der erste Eindruck. Er war echt super angenehm, auch von der Steuerung. Und er hat das ganz toll mitgemacht mit dem Laufen lassen. Hat zwischendrin mal seine Auszeit genommen, sein Hola hat da gestanden, hat mal Luft geholt, hat mal geguckt. Und er ist einfach sehr zutraulich gegenüber den Menschen. Also das haben wir auch da schon gemerkt. Und sehr freundlich gegenüber den Menschen. Was mich natürlich super freut, einfach das so zu sehen. Und ja, genau. Am Dienstag habe ich mir dann zugetraut, das alles alleine zu machen. Das heißt, ich war wirklich komplett alleine. War halt natürlich auch am Montag noch ein bisschen aufgeregt auch. Ne? Wie ist das? Und am Dienstag habe ich mir gedacht, so, jetzt bist du allein am Stall. Also heißt kein Mann, keine Mama oder sonst jemand dabei. Ich muss das jetzt irgendwie alleine geregelt bekommen und habe dann so vor der Box gestanden und habe gesagt so, wir zwei, wir kriegen das gemeinsam hin. Und wir haben es tatsächlich echt gut gemeinsam hinbekommen. Ich habe ihn wieder geputzt gehabt in der Box und dann sind wir in die Halle, dann habe ich ihn erst ein bisschen geführt, dann habe ich ihn laufen lassen und es ging erstaunlicherweise wirklich gut. Dann haben wir ein bisschen Führtraining danach weitergemacht. Wir haben an dem Dienstag dann auch geübt, was, wenn ich die Hallentür aufmache, weil die muss ich ja jetzt alleine aufmachen, dass Q bitte stehen bleibt und nicht Tür auf heißt, wir rennen raus. Und dann haben wir auch geübt, schon mal ein bisschen vorm Stall stehen zu bleiben und dass er gucken darf, das ist ja überhaupt kein Problem, aber dass er lernt, einfach stehen zu bleiben. Das ging eigentlich auch ganz gut, muss man ja wirklich mal sagen. Und weil alles eigentlich so gut lief und er sich auch echt gut angestellt hat, haben wir ihn dann am Dienstag auch das erste Mal auf den Paddock rausgeschmissen und haben gedacht, okay, wir gucken einfach, was passiert. Und auch hier hatte ich Gott sei Dank wieder Hilfe, jetzt nicht dabei, dass mir jemand das Pferd geführt hat, aber dass jemand einfach mitgelaufen ist, weil ich fand das sehr wichtig, einfach weil das für mich ein unbekannter Weg war und ich mir wieder gedacht habe, der kennt den Weg nicht und wenn er jetzt irgendwo einen Grashalm husten hört, keine Ahnung. Er war natürlich super brav, ja, also ich habe ihm wieder viel zu viel Stress umsonst gemacht und dann hat er sein Heu bekommen auf dem Paddock und das fand er super und dann stand der ganz entspannt draußen in der Sonne und hat das echt genossen und das ist ganz cool, weil dieser Paddock, der liegt nämlich am Außenplatz direkt. Das heißt, er konnte auf dem Außenplatz auch die großen Pferde beobachten, was sie so alles machen. Fand das super spannend. In der Halle nebendran ist mal einer beim Laufen lassen durch die Gegend gebockt. Das hat ihn gar nicht interessiert. Also es war echt super. Auch mit dem Reinholen, das habe ich dann alleine gemacht. Das ging auch sehr gut. Hat sehr gut funktioniert. Er hat brav gehört. Wir haben dann auch vom Stall nochmal halten geübt. Also stehen bleiben, warten, bis die Mutter sagt, wir gehen weiter. Und war sehr ordentlich. Das gleiche Prinzip haben wir am Mittwoch dann gemacht. Also ich wurde auch über die Tage selbst so ein bisschen selbstbewusster. Da hatte ich einen kurzen Super-GAU. Ich habe ihn auch wieder habe ihn in der Box geputzt, in Ruhe. Dann habe ich ihn laufen lassen. Ich gucke halt immer, dass ich so nach dem Laufen lassen, habe ich ihn immer erst nochmal in die Box gestellt, dass er halt einfach so das alles mal in Ruhe verarbeiten konnte, was er gerade so erlebt hatte. Und habe ihn dann wieder auf den Paddock raus und gehe auf den Paddock zu. Und so einen Meter vorher wurde er so ein bisschen, ich möchte da jetzt hin. Und dann habe ich einmal gesagt so, ey, kannst du mal langsam machen? Und habe einmal so am Strick gezogen, Panikhaken, hab mal der Strick ab. Scheiße, habe ich mir nur gedacht. Aber in dem Moment echt dann irgendwie versucht, den Strick wieder dran zu bekommen. Und in meiner Hektik habe ich den Strick nicht mehr dran bekommen. Habe dann also halt einfach am Halfter gehalten und habe gesagt, okay, den Meter werden wir jetzt auch so überlegen. Ging auch. Ich habe meine Hand nicht verloren oder sowas. Ich habe trotzdem schon so zwei blaue Flecke. Dank you, aber dazu komme ich nochmal später.
Ja, also das war mein erster Super-GAU. Ich habe mir dann tatsächlich gleich erst nochmal einen Führstrick bestellt, weil keiner hat gemerkt bei meinen zwei Ausrüstungsvideos, dass mir ein Führstrick fehlte. Ja, also mit Karabiner. Und den habe ich ja noch nachbestellt, der kam auch Gott sei Dank gleich am nächsten Tag. Da fühle ich mich dann doch ein bisschen sicherer. Am Donnerstag haben wir dann mal ein bisschen Easygoing gemacht. Das heißt, ich habe ihn wieder geputzt. Wir haben dann mal kein Laufen lassen gemacht. Er hatte nämlich seine erste Physio-Behandlung. Jetzt denkt ihr bestimmt, oh Gott, die Alte hat einen Schatten, wenn die so früh an das Pferd schon jemand dran lässt. Ja, ich habe beim Laufen lassen so ein bisschen gemerkt, er knackt so ein bisschen im Hals, also von den Wirbeln her und so. Und man soll ja immer so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Und ich meine, so ein bisschen Erfahrung mit Ruby habe ich ja schon. Und deshalb habe ich gedacht, mir gefällt das nicht hundertprozentig, wie das ist. Und dann hat sich's echt angeboten, dass am Donnerstag die Physio da war in dem Stall. Und dann hatte ich vorher mit der Kontakt gesagt, hier kannst du da mal drauf gucken. Also haben wir das gemacht. Q hat seine erste Physio-Behandlung hinter sich. Er war super brav, also auch so ein bisschen mit Ränken, Dehnen und was weiß ich was. Der hat das so brav mitgemacht. Wir haben uns nur auf den Halsbereich konzentriert, weil ich habe ihn auch ein bisschen vorgeführt und so. Und sie sagte auch, der läuft hinten echt super, da gehen wir gar nicht dran, da machen wir nichts. Aber der Hals, der war echt schon irgendwie so ein bisschen strack zu. Wie hat sie gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass er jetzt vielleicht geritten wäre, würde man sagen, das Pferd wurde über letzte Zeit, über längere Zeit schlecht geritten, aber das ist er ja nicht gewesen. Von daher muss er irgendwo, keine Ahnung, sich, keine Ahnung, am Halfter vielleicht irgendwo mal aufgehangen haben oder sonstiges. Wir wissen es nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall was Altes, was nicht in der Zeit ist, wo er irgendwie bei mir ist, passiert sein kann. Keine Ahnung. Wir haben es auf jeden Fall behandelt. Er hat auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr merkt, ich bin so im Redefluss drin. Er hat das echt gut mitgemacht und er war echt super K.O. danach. Also es war eh auch die ganzen Tage da zuvor super interessant zu sehen. Immer wenn wir was Neues gemacht haben oder so ein bisschen intensiver etwas gemacht haben. Und sei es nur dieses blöde Führtraining in der Halle mit, ich gehe los, wenn ich, also ich gehe los und dann ne, kommst du mit. Oder, oh nee, andersrum eigentlich. Also ich gehe nach vorne, warte, bis ihr den ersten Schritt macht und gehe so rum. Und halt stehen bleiben, brav und Aufmerksamkeit auf mich und sowas. Man merkt einfach wirklich bei so einem Jungen, der ist halt sehr schnell dann irgendwann overloaded gewesen. Ne? Also der fing dann an zu gähnen und dann wurde der auch so ein bisschen spielerisch. Also dann fing er auch an, dass er mal meinte, er muss jetzt einen Strick knapsen oder so. Das war aber interessant, das war meistens immer echt so nach einer 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo man einfach gemerkt hat, okay, eben ist Schicht im Schacht und dann habe ich ihn dann wirklich nochmal abschlussmäßig einfach eine Runde geführt und bin raus und habe ihn dann in die Box zum Verarbeiten gestellt. Und das ist echt super interessant gewesen zu sehen, weil der war dann in der Box noch so, hui, yeah, und wir haben was gemacht. Und dann habe ich so mein Zeug weggeräumt und war am Schrank und komme wieder und dann steht er so in der Box und pennt. Also das ist echt, das hört sich echt nicht viel an, aber für den Kleinen ist das echt schon irgendwie eine Hausnummer gewesen. Ja, und deshalb war das genau das gleiche nach der Physio. Der war so K.O., weil ich glaube, das waren so viele Eindrücke, die er gesammelt hatte, dass ich an dem Tag einfach nur gesagt habe, wir machen einen Paddock-Tag und habe ihn wieder auf den Paddock rausgeschmissen mit seinem Heu und das fand er echt cool und hat da gechillt und der ist auch so easy, wenn andere Pferde vorbeigehen oder so, der guckt da mal, aber der wiehert nicht, der wiehert auch nicht nach Stuten, also bisher zumindest immer noch nicht. Also da blieb auch mal einer mit der Stute direkt vor seinem Paddock stehen, der hat immer geguckt, hat so gemacht, Heu, alles gut. Ja. Und genau, das Spiel haben wir jetzt ein bisschen noch weitergemacht. Bis zum, jetzt muss ich gerade überlegen, das war Donnerstag und genau, am Freitag habe ich ihn dann auch nochmal laufen lassen. Also wir haben einfach die erste Woche wirklich so ein reines Putzen in der Box, laufen lassen, Paddock-Programm gemacht. Und dann ab dem Wochenende sind wir dann ein bisschen weiter fortgeschritten. Dazu komme ich dann aber in dem nächsten Video. Ich will euch ja auch nicht jetzt auch zu viel verraten, wobei ich jetzt auch schon denke, dass das auch schon mega viel Eindruck ist, was ich euch hier gerade aufs Ohr laber. Und ich bin auf jeden Fall super happy. Dieses Pferd ist einfach Wahnsinn. Also ich kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich so, er hat super viel von Ruby. Er ist einfach unheimlich zutraulich. Er ist zwar auch neugierig, aber er ist nicht frech. Der ist nicht blöd. Außer beim Hufe auskratzen hinten. Das Thema, ja, gehen wir gerade aktuell noch an. Vorne Hufe auskratzen. Funktioniert 1A, wie bei dem Großen. Eingetippt, Huf gegeben, gehalten, gekratzt. Wunderbar. Hinten ist aber, glaube ich, mein Problem, dass ich einfach ein bisschen zu zögerlich bin, weil am ersten Tag wollte ich das probieren. Und dann, wenn man so Griffe, Handgriffe macht, die man seit Jahren macht und nicht drüber nachdenkt, wie man sie macht. Also wie zum Beispiel beim Hufe auskratzen.
Ich habe aber anscheinend die Angewohnheit, dass wenn ich am Bein hinten runtergehe, ich versuche das jetzt mal irgendwie so zu verdeutlichen, ich meinen kleinen Finger abspreize. Ich mache quasi so. Ich gehe so am Bein runter. Habe ich auch gemacht beim ersten Tag. Das Problem ist natürlich jetzt nur, dass der Q nicht, wie es jetzt der Ruby zum Beispiel macht oder andere Pferde, die es schon erzählt, einen Hufe geben, das Bein quasi nach hinten rausgegeben hat, sondern er hat quasi einmal so angezogen und dann ist mein kleiner Finger einmal so und hat es einmal im Gelenk geknackt. Ja, also ihr seht, ich kann immer noch nicht ganz, also wenn ich nur meine Hand normal halte, sieht es so aus, weil ich einfach den Finger nicht richtig, ich kriege ihn mit viel dran. Ich nehme an, wirklich, dass irgendwie die Kapsel oder irgendwas an der Sehne. Ich hätte zum Arzt gehen sollen, das stimmt, hat mein Physio auch gesagt. Ich war kurz sagen 2 Tage später eh beim Physio. Der hat aber auch gesagt, ganz ehrlich, im Prinzip sagt der dann auch nichts anderes als kühlen, ruhig halten. Und da ich mir auch momentan irgendwie ruhig halten und großartig jetzt hier mit Schiene und so ein Kram eh nicht erlauben kann, überlebe ich es auch so. Es geht, die Schmerzen sind auszuhalten. Gibt Schlimmeres. Und 3 Tage später bei der Physiotherapie, die hat er mich dann auch gefragt, gibt der hinten Hufe? Ich so, wir können es ja mal probieren. Da hat er dann das erste Mal auch wieder so gezuckt und dann hat er aber einmal seitlich ausgetreten, hat mich an der Wade getroffen. Jetzt habe ich so ein blaues Scheißei an der Wade noch hängen. Dafür hat er sich aber sofort dann auch mal eine auf den Arsch gefangen. Und man hat gemerkt, das hat er nicht zum ersten Mal, weil er wusste sofort, um was es ging. Der war sofort so, okay, ich bleibe stehen. Sehr. Genau, sehr aufregend mit dem Kleinen oder generell einfach diese Erfahrung jetzt auch und man merkt auch, nicht jeder Tag ist wie der andere, also es ist wirklich so, wenn man so 5 Tage hat, wo es echt chillig läuft, heißt es nicht, dass es am 6. Tag auch chillig läuft. Also ihr könnt echt gespannt sein, es gibt echt noch ganz coole Stories, glaube ich, von dem. Das ist einfach ein Quatschkopf, auch teilweise durch und durch, gerade wenn er auf dem Paddock steht. Das erzähle ich euch aber alles im nächsten Video. Ich denke, es war jetzt erstmal heute lang genug und ihr habt auch einiges gesehen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und das jetzt alles so mitverfolgt und mit mir auch so aufgeregt seid. Ich fand das so schön, wirklich, wie ihr auf Instagram und so mitgefiebert habt, als wir den Kleinen geholt haben. Und ich, ich bemühe mich, da wirklich jetzt auch dran zu bleiben und dass ich jetzt wirklich alle 3 Tage mal so ein Video hochschmeiße, um euch auf den neuesten Stand zu bringen und euch auf dem Laufenden zu halten, was mit dem Kleinen so passiert. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage dann bis zum nächsten Video. Ciao, meine Lieben.